Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch. Ja, ich habe hier was Schönes bekommen, was wir uns mal angucken wollen. Die werde ich jetzt auch in der nächsten Zeit testen. Da werde ich aber ausnahmsweise kein Hardware-Video so an sich machen. Ich mache jetzt ein Unboxing mit euch. Ich mache ein Hardware-Video, aber ein Hardware-Check so anschließen und so werde ich jetzt nicht machen, weil das ist nur ein USB-Anschluss. So. Unboxing ist ganz einfach gemacht. Wir haben hier nicht viel mit bei. Wir haben einmal ein Heft mit bei. So. Ach so, das ist USB-Kontroll-Hub. So, und dann haben wir hier noch, das ist noch gar nicht offen. Das war auch offen, wo ich sie gekriegt habe. So, das bekommt ihr halt dazu, also ihr bekommt entweder die mit USB oder die ohne USB und dann habt ihr halt hier so eine kurze Anleitung oder Erklärung, Vista, XP, Mac OS, Windows 7, Windows 8, Windows 10 kompatibel, steht auch vorne drauf. Und da habe ich jetzt hier zwei verschiedene. Ich habe einmal so ein NunPad mit USB oben nochmal. Da können wir nochmal die USB-Erweiterung machen. Und einmal ein NunPad ohne USB-Erweiterung, was wir denn uns einfach hinlegen. Die positive Erweiterung hier mit diesem, so sehen sie eigentlich gleich aus. Die haben hier beide so ein Licht, aber halt... Positiv ist halt mit dieser USB-Erweiterung, wenn man sich das sowieso, der Kabel reicht ja aus, so neben PC packt, neben dem Mac oder irgendwo packt oder an die Tastatur vom Mac anschließt, weil die hat ja auch, glaube ich, USB, dann hat man immer noch drei separate USB 2.0 Eingänge hier noch mit dazu, wo man ein Handy mal ranschließen kann, wo man, ein Stick mal schnell, hier kommt, bumm, Stick ran und dann halt seine Berechnung machen kann und die gleich auf den Stick gespeichert, zack, raus. Dann ist man alles, hat man hier alles separat mit bei, alles schön mit bei. So, das soll es auch soweit zum Unboxing gewesen sein. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich mal im Hardware-Video wieder, wo ich dann das mal aus der Tüte raushole und dann gucken wir uns das mal ganz genau an.